Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind zu unserem Lunch and Learn zum Thema Data Science meets Financial and Actuarial Analytics. ja, und wir wollen Ihnen oder herzlich willkommen erstmal auch an Herrn Werner und Herrn Ruckdeschel, die heute netterweise dieses Lunch and Learn Webinar übernehmen. Die stellen sich beide gleich selber noch kurz vor. Für alle, die Sie noch nicht kennen. Und mit unserem Webinar heute wollen wir Ihnen ein bisschen Appetit machen auf das bevorstehende Modul zum Thema Data Science und Machine Learning, was Herr Werner im kommenden Semester bei uns im Master Risikomanagement und Finanzanalyse durchführen wird. Wenn Sie mit dem Webinar heute Appetit bekommen haben, können Sie sich auch gerne noch zum Webinar, zum Modul anmelden. Alles Weitere dazu finden Sie auf unseren Webseiten oder wenn Sie an anderen Modulen teilnehmen möchten, die haben wir hier auch einmal so zusammengestellt. Auch da haben wir noch Luft und freuen uns, wenn der ein oder andere vielleicht noch teilnehmen möchte. Im Nachgang bekommen Sie auch die Folien von uns zugeschickt und wir werden die Veranstaltung heute auch aufzeichnen, sodass Sie auch, wenn Sie mögen, auch später nochmal das ein oder andere nachschauen können. Ja, das wäre von meiner Seite alles. Dann hoffe ich, Sie haben alle was zu essen dabei oder vielleicht auch, ich habe gerade gesehen, der eine oder andere hat schon gegessen. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß, guten Appetit und ja, angenehmen Wissenszuwachs. Und dann gebe ich an Herrn Drucktesch und Herrn Werner. Gerne. Ich mache mich gerade zum Präsentator und teile den Bildschirm. So. Und so, kurz die Kontrolle, weil ich den Bildschirm jetzt auf der Tonspur bitte so sehe, dass ich jetzt hier oben nur den Bildschirm sehe, dass ich teile. Können Sie den Bildschirm soweit sehen? Ja, ist alles sichtbar. Wunderbar. Dann sind wir immer noch im falschen Fenster. Muss ich gerade feststellen. Hier sind wir richtig. Ja. Also auch von unserer Seite herzlich willkommen zu dem Workshop heute. Wir teilen uns das, mein Kollege Tino Werner und ich. Dazu kurz noch, bevor wir loslegen, was zu den Personen, jeweils ein kurzer Satz. Mein Name ist Peter Ruckdeschel, wer mich noch nicht kennt, der eine oder andere vielleicht schon aus Veranstaltungen. Ich vertrete hier in Oldenburg die angewandte Statistik, bin hier seit 2015 und neben den statistischen Interessen in der Mathematik hat mich schon immer auch der Bezug zur Finanzmathematik und zur Versicherungsmathematik interessiert. Und so bin ich hier auch ganz gut gelandet in einer Gruppe, die das auch macht. Und ja, zuvor hatte ich Stationen in Kaiserslautern bei Fraunhofer in dem Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in einer Abteilung für Finanzmathematik und ursprünglich komme ich aus Bayreuth. Das vielleicht erstmal so zur Person. Tino, magst du dich gerade vorstellen? Ja, Tino Werner, ich arbeite an der Uni Oldenburg und ja, forsche da im Bereich, also maschinelles Lernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zur Validierung von Modellen des maschinellen Lernens, was wir heute im Foliensatz auch noch sehen werden. Und gleichzeitig bin ich auch tätig am neu gegründeten Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, nämlich dem Systems Engineering Institute hier in Oldenburg. Da arbeite ich letztendlich auf Projekten, ja, mit Bezug auf autonomen Systemen, sowohl staatlich geförderte Forschungsprojekte als auch wirklich direkt beauftragt, wo es um Unternehmensberatung geht. Und in fast allen kommt sowas wie maschinelles Lernen vor, aber in allen kommt Data Science vor. Ja,
Dann lassen Sie uns mal loslegen mit einem Anriss. Das hat jetzt nicht unmittelbar was mit unserem Thema zu tun, aber führt uns so hin, dass die Technologie an verschiedenen Stellen, hier die Hardware, uns beängstigend schnell voranschreitet. Das ist jetzt aus dem Juni von vor 2 Jahren, aber ist enorm aktuell. Quantencomputer sind groß am Kommen. Wir werden das auch an der einen oder anderen Stelle sicher auch irgendwann im Studium hier mal genauer kennenlernen. Tatsächlich gibt es schon erste Pilotprojekte in der Versicherungs- und Bankenwirtschaft zum Einsatz solcher Quantenrechner. Man muss da vielleicht genauer dazu sagen, die sind tatsächlich nur sehr spärlich gesät und nicht alles, was es da gibt, weiß man vielleicht wirklich, weil das auch teilweise im Militär steht. Vieles von dem, was man aber weiß, ist an der Stelle über virtuelle Rechnungen geregelt. Und so kann man jetzt eigentlich schon auch am Quantencomputer rechnen. Das vielleicht so ein bisschen zum Einstieg. Ich habe Ihnen außerdem einige aktuelle Schlagzeilen mitgebracht, gerade was den überall, man muss sagen, fast unausweichlichen Wörtern von ChatGPT und Generative AI anlangt. Da gibt es die unterschiedlichsten Stimmen. Der Guardian hat hier eine Referenz auf dieses Warnmemorandum wichtiger und ernstzunehmender Leute aus dem Bereich, unter anderem auch mit Elon Musk, als Aufmacher mal gehabt, sieht das also skeptisch. Das Wall Street Journal hingegen sieht in diesen Dingen, die da kommen, schon eine ökonomische Revolution. Und das IFO-Institut ist als wissenschaftliches Institut etwas balancierter, sieht also sowohl Chancen als auch Risiken. Ja, und damit kommen wir dann schon etwas näher an die Thematik ran. Tino. Ja, soll ich die Moderatorenrechte übernehmen? Genau, das ist vielleicht einfacher, dann spielen wir immer hin und her. Einen Moment. Müsste was da sein. Ja, genau, ist da. Okay, dann fahre ich mal weiter. Also, Technik des maschinellen Lernens, da kennt man unter anderem sowas wie eine einfache Regression, eine einfache Klassifikation und ähnliches. So etwas hat natürlich schon im Bereich Finanz- und Versicherungs-, in der Finanz- und Versicherungsbranche Einzug gefunden. Was man jetzt aber gerade an diesen Schlagworten, was man mit diesen Schlagworten, sowas wie AI und ähnliches immer assoziiert, sind meistens auch ja die modernen Techniken des tiefen Lernens, also des Deep Learnings, die unabdingbar sind, wenn es um Probleme geht wie Spracherkennung, Gesichtserkennung, autonome Systeme oder auch komplexe Spiele wie Go, was sich mit einem einfachen Klassifikations- oder Regressionsmodell so einfach dann doch nicht lösen lässt. Da hat man verfolgt, dieses AlphaGo oder einer der Vorläufer, der war mal in der Lage, sozusagen den besten menschlichen Profi von Go zu schlagen. Und irgendwann gab es dann eine bessere Version von diesem AlphaGo und das hat die ursprüngliche Version in allen Spielen geschlagen. Also da ist ziemlich was unterwegs. Das Problem war dann ganz kurz, Entschuldigung, reingrätschen sogar, also AlphaGo Zero, was du gerade sagst, die Nachfolgeversion, ist insofern interessant, weil AlphaGo wurde noch quasi von Menschen trainiert oder halt mit Hinweisen, was wohl wichtige Züge sind. AlphaGo Zero hatte das dann schon gar nicht mehr, nicht? Und also das ist das Beängstigende, wie gut die da schon sind. Aber du hast den Ball wieder. Das Problem bei solchen Modellen ist allerdings, naja, wie trainiert man sie? Bei solchen Spielen wie Go eben oder anderen, da ist es eher die Sache, ja, man kann mal probieren, diese und jene Stellung, was wäre denn jetzt gute Züge? Beim Schach mag das, ich sag mal, in endlicher Zeit machbar sein. Go ist halt zu viel zu komplex, allerdings ist es trotzdem möglich, dieses Modell mit dem sogenannten bestärkenden Lernen oder Reinforcement Learning zu trainieren. So nach dem Motto, das Modell versucht, also das ist die KI, die versucht einfach ein paar Züge, guckt sie an, was dann passiert, also ob sie dann gewinnen würde oder nicht, oder wie der Stand danach wäre, und bekommt dann eine Rückmeldung, war das gut in der Situation oder war es schlecht. Sowas lässt sich generalisieren. Sowas wie eine Bild- oder eine Gesichtserkennung ist allerdings eine andere Sache. Das funktioniert nicht
indem man dem Modell, was ich, 50 Bilder gibt und erwartet, dass es alle Menschen klassifizieren kann. Also so einfach geht es nicht, sondern für diese Technik des maschinellen Lernens, also des tiefen Lernens, werden in der Regel sehr große Trainingsdaten benötigt und die entsprechende Genauigkeit, also eben ein Problem wie Sprache oder Gesichtserkennung, erreichen zu können. Das heißt, in Bereichen, wo grundsätzlich wenig Daten anfallen, da ist es nicht so einfach, diese Modelle wirklich ins Laufen zu bringen. Es ist allerdings so, in Banken und Versicherungen, da gibt es zum einen in der Regel viele Kunden und zum anderen auch Erfahrungsschätze von Daten. Das heißt, es sind tatsächlich genug Trainingsdaten da, um selbst solche Modelle dort trainieren zu können. Das heißt, selbst solche Techniken in die Finanz- und Versicherungsbranche zu bringen, ist naheliegend jetzt rein aus Sicht des Trainings. Was für Fallstricke es geben kann, dazu kommen wir später noch. Und dann würde ich eigentlich auch weitermachen mit dem nächsten Kapitel. Also, um ein Beispiel herauszunehmen, was man machen könnte, da haben wir uns entschieden, als erstes Regionaltarife in der Kfz-Versicherung vorzustellen. Die Agenda wird für alle Sektionen, die jetzt folgen, relativ ähnlich sein. Also erst wird die Problemstellung kurz erläutert, dann ein paar Beispiele gegeben, welche Werkzeuge aus dem Bereich Data Science dort Einzug finden können. Dann gibt es ein kleines Beispiel. Und dann werden noch über die Validierung gesprochen, sowie über den Bezug zum Risikomanagement in Versicherungen an sich. Also jetzt das Problem der Kfz-Tarifierung. Also Versicherungen, die haben natürlich Daten zum einen von Schäden, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Jetzt in neueren Systemen sicher auch sowas wie, ja, ich sag mal, Aufzeichnung von wirklich Fahrdaten, also Telemetriedaten. Das soll jetzt aber hier nicht das Thema sein. Das heißt, auf den basierenden, auf den Vergangenheitsdaten hinsichtlich der Schadenhöhe oder Schadenanzahl irgendwelcher, ja, Kfz-Versicherungen, der jeweiligen Versicherung, soll eben ein geeigneter Kfz-Tarif berechnet werden. Es ist aber vielleicht zu kurz gedacht, wirklich alle über einen Kamm zu scheren, sondern es könnte ja sein, dass beispielsweise die, ja, ich sag mal, Schadenanfälligkeit mit einigen Variablen schwankt, zum Beispiel dem Alter des Fahrers und damit in der Regel auch der Erfahrung oder auch überhaupt der Region, zum Beispiel der Verkehrsdichte oder Ähnlichem. Das heißt, solche Informationen sollten durchaus in die Berechnung eines fairen Tarifs einbezogen werden. Dazu ein paar Schlagworte, was man da machen könnte. Also sofern man das Ganze als kategorielle Variable kodiert, das heißt, man würde die versicherte Land, zum Beispiel Deutschland, jetzt unterteilen in PLZs oder andere Regionen und diese dann als kategorielle Variable verwenden, dann könnte man darauf basierend zum Beispiel generalisierte lineare Modelle trainieren oder generalisierte additive Modelle oder auch Mischmodelle, welche noch eine Vergangenheitsinformation einbeziehen, dass sich ja vielleicht einige Variablen der jeweiligen Versicherten durchaus mit der Zeit ändern können. Damit meine ich jetzt nicht das Alter, sondern vielleicht auch andere, irgendwelche anderen Variablen. Dann, also das ist eine Möglichkeit, und da sind wir eigentlich schon im Bereich Data Science. Wie kodiert man solche Informationen? Eine Möglichkeit ist eben, das als kategorielle Variable zu machen. Andererseits könnte man auch versuchen, wirklich die Kartendaten an sich irgendwie in das Modell einzuspielen. Was durchaus möglich ist, ist das mit neuronalen Netzen zu machen. Die können mit beiden Netzen umgehen, wenngleich das auch andere Klassen von Netzen sind. Oder man versucht GAMS, also generalisierte additive Modelle, mit räumlicher Statistik zu verbinden. Das führt auf sogenannte INLA-Modelle. Eben ein paar Beispiele. Also ein wahrer Klassiker ist das, was ich hier jetzt in R gemacht habe. Also DF ist einfach ein Datensatz, der enthält unter anderem Informationen über das Alter der Fahrer, über die Verkehrsdichte und unter anderem auch über die Schadenanzahl. Das ist dieses Claim NB. Ja, was soll gemacht werden? Es soll die Schadenanzahl vorausgesagt werden, und zwar auf Basis der Variablen Alter und Verkehrsdichte. Und das Letzte, was hier passiert ist, letztendlich nur eine Bereinigung der Exposure, die zugrunde liegt. Soll jetzt an der Stelle nicht interessant sein. Ja, Family gleich Poisson, das ist relativ naheliegend, dass man eine Poisson-Verteilung verwendet, um Anzahlen zu modellieren. Alternativ wäre natürlich auch sowas wie eine negative Nominalverteilung möglich. Ja, und die ganze Funktion, die wir hier anwenden, also nur zur Klarheit, das ist R-Code, GLM, das bedeutet einfach generalisiertes lineares Modell. Das heißt, wir basteln hier sozusagen ein Poisson-GLM. Wird intern getan, und was kommt raus? Wenn ich mir die Koeffizienten ansehe, dann bekomme ich hier eine ganze Reihe an Koeffizienten. Der erste Punkt, der auffällt,
Driver Age und Density, das sind letztendlich kategorielle Variablen, die hat man unterteilt. Also das hier bedeutet zum Beispiel, hier sind all jene drin, die zwischen 22 und 26 sind, 22 exklusive und analog für alle anderen Klassen. Und bei Density ist es genauso, also Density 40 bis 200, das ist irgendeine Maßzahl für das, ja, letztendlich das Verkehrsvolumen, das an dem jeweiligen Ort aufkommt, wo diese entsprechende Person lebt oder versichert ist. Ja, und dieses einfache Modell, das sagt schon aus, na, die Koeffizienten sind hier negativ, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Relevante, sondern relevant ist, wie sind die einzelnen Kategorien ja relativ zueinander. Und was man sehen kann, ist der Koeffizient von Driver Age 2642 und Driver Age 4274 unterscheidet sich so gut wie gar nicht. Das heißt, dieses einfache Modell sagt eben, ob eine Person jetzt zwischen 26 und 42, also zwischen 42 und 74, da tut sich nicht viel hinsichtlich der Schadenanzahl. Wohlgemerkt der Anzahl, ob die Schadenhöhe betroffen ist, das wird hier nicht vorhergesagt. Es könnte ja sein, dass jemand in einem ja, höheren Alter vielleicht eher ein teureres Auto führt als eine junge Person, aber das ist hier explizit nicht angegeben. Driver Age 22, 26, da sieht man, der Koeffizient ist deutlich höher. Das heißt, hier ist wohl die ja, Unfallträchtigkeit höher. Und hier am Ende ist es nicht so ganz klar, ob das wirklich höher geht. Also hier sieht es so aus, als ob es so ein bisschen niedriger ist. Da kommt auch gleich noch ein Beispiel dazu. Was die Verkehrsdichte betrifft, ist hier jetzt nicht wirklich was Überraschendes. Also je höher die Verkehrsdichte, desto höher ist auch die erwartete Schadenanzahl, da die Koeffizienten jeweils wachsen. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was uns dieses einfache Poisson-GLM nun sagt. Natürlich könnte man damit jetzt Vorhersagen machen. Ich werde gleich auf die nächsten Folien noch dazu kommen, wie man so etwas eigentlich bewerten kann. Ein anderes Beispiel sind jetzt die angesprochenen GAMS. Das sind nicht parametrische Modelle. Da wird wirklich ein Spline, also sozusagen eine glatte Funktion angepasst. Und zwar für die erwartete Schadenanzahl in Bezug auf das Alter des Halters. Und hier sieht man auch ganz deutlich, ja, die jungen Personen, die scheinen doch eher unfallträchtiger zu sein. Dann sinkt es ab. Vorhin waren wir 26 bis 42 und 42 bis 74, also zumindest dieses Gaben spiegelt das jetzt so einfach nicht wider, dass jetzt die Unverträglichkeit in den beiden Klassen genauso sein sollte, sondern die scheint schon abzusinken und irgendwann so ab, vielleicht ab etwa 70 scheint sie doch, wie das Modell vorhersagt, wieder anzusteigen, wobei man aber auch fairerweise dazu sagen muss, es sind ja in der Regel relativ wenige Leute, die so alt sind und noch fahren, deswegen gibt es hier nicht so viele Daten, diese Konfidenzbänder, die hier in gestrichelten Linien angezeigt werden, die werden entsprechend breiter. Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, was wirklich für die ganz alten Personen nach oben geht oder eventuell sogar nach unten oder wie weit eigentlich. Das hier ist im Prinzip nur eine Art Mittelwert, der hier ausgegeben wird. Und letzter Punkt. Das ist eben, wenn man wirklich Kartendaten zur Verfügung hat und das Modell einspeist. Das soll jetzt hier die Karte von Belgien sein, unterteilt in sehr viele kleine Departments. Und was hier jetzt berechnet wurde, ist auch so eine Art, ja, Mittelwert für die einzelnen Regionen und das ist ein bisschen irreführend, was die Farbskala betrifft. Also blau ist hier schon das Schlechte und rot das Bessere. Das heißt, hier ist die Unfallträchtigkeit eher niedrig im Vergleich zu den Ballungsräumen hier in den blauen Gebieten. Also was haben wir gesehen? Drei unterschiedliche Modelle, das angehen zu können, die auch, hier sagen wir, recht unterschiedlichen Output und insbesondere auch einen unterschiedlichen Einblick geben. Also zum Beispiel das Letztere ist visuell zumindest erstmal wesentlich besser als die anderen beiden Modelle. Wo man sich jetzt natürlich fragen kann, wann ist ein Modell eigentlich gut oder besser als ein anderes Konkurrenzmodell? Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, hier kann ich eine Karte sehen und bei den anderen nicht, deswegen ist das Modell besser, das ist doch etwas zu kurz gedacht. Denn am Ende geht es ja darum, dass man wirklich gute Vorhersagen treffen kann. Das ist jetzt ein bisschen technischer. Also der erste Punkt, was ich gerade angeklungen haben lassen habe, die Modelle sollen schon objektiv bewertet werden. Es soll nicht irgendwas eingehen, wie was das Modell jetzt für Einblicke bietet oder ich sag mal, welche Techniken da zum Tragen kommen. Das ist natürlich auch wichtig, aber das ist eher eine Data Science Frage an sich und keine Frage der Validierung. Jetzt muss man hier unterscheiden zwischen Punktvorhersagen und Verteilungsvorhersagen. Das heißt, Punktvorhersagen, das ist wirklich so, für jede einzelne Instanz des Datensatzes sagt man wirklich einen konkreten Schaden oder eine konkrete Schadenanzahl oder ähnliches voraus. Also wirklich einen Punkt. Was kann man machen? Man kann das Ganze weiter beobachten
und zum Beispiel am Jahresende betrachten, ja, wie hoch war denn jetzt wirklich die Schadenhöhe? Stimmt sie, also wie gut stimmt sie mit der vorhersagten Schadenhöhe überein? Das ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel, der quadratische Verlust. Also eingetretener Schaden minus vorhergesagten Schaden davon der quadratische Abstand. Das ist eine sogenannte strikt konsistente Verlustfunktion. Das heißt, jetzt anschaulich gesprochen, das ist eine Verlustfunktion, die wirklich objektiv ist. Das heißt nur, wenn man wirklich in der Lage ist, den Erwartungswert, also das eigentliche Optimum vorherzusagen, dann ist man letzten Endes auch wirklich optimal. Und genau das weist diese Funktion auch aus. Das heißt, jede andere Vorhersage oder jedes andere Vorhersagemodell wird am Ende des Tages wirklich schlechter dastehen durch diese Verlustfunktion als das optimale Modell. Das heißt, was ist wirklich fair? Die andere Möglichkeit sind Verteilungsvorhersagen. Das hieß, für jede Instanz sagt man nicht voraus, der Schaden ist jetzt so und so hoch, sondern man sagt wirklich eine Verteilung voraus. Was ich, der Schaden ist meinetwegen Gamma-Verteilung mit solchen, mit diesem und jedem Parameter. Und am Ende des Versicherungsjahres guckt man sich dann an, welcher Schaden ist nun eingetreten. Das ist eine etwas andere Situation als vorhin, aber auch nicht so viel anders. Erstmal, was die Nomenklatur betrifft, wir sprechen in dem Fall nicht mehr von Verlustfunktion, wo zwei Punkte eingehen, sondern von Scoring-Regeln, wo eben ein Punkt eingeht, also der Schaden, den man beobachtet hat, und eine Verteilung, also die vorhergesagt worden ist. Und da gibt es ja letztens zwei, ja, ich sag mal, zum Teil auch widerstreitende Anforderungen, nämlich zum einen soll es natürlich eine, wie soll man sagen, die Vorhersage soll natürlich möglichst genau sein, in dem Sinne, dass man möglichst wenig Variabilität in den vorhergesagten Verteilungen hat. Das heißt, letztendlich, die Vorhersage soll scharf sein. Wenn man sich jetzt mal diese CRPS-Score ansieht, dann fällt auf, naja, hier wird die Verteilungsfunktion genommen, die vorhergesagt wurde, und eine Indikatorfunktion. Das ist jetzt nicht ganz richtig, denn diese Indikatorfunktion, die springt an der Stelle y auf 1, also von 0 auf 1. Das heißt, es ist letztendlich so eine Verteilungsfunktion. Und zwar die Verteilungsfunktion der Punktverteilung auf den Punkt y. Heißt jetzt anschaulich gesprochen, diese Klammer hier, die ist genau dann 0, wenn f von z gleich die Indikatorfunktion ist, oder jetzt wirklich anschaulich gesprochen, wenn ich genau den Punkt y vorhergesagt hätte, und zwar deterministisch, dann hätte ich hier wirklich 0 stehen. Dann hätte ich wirklich eine optimale Vorhersage. Jede Unsicherheit, die ich mache, die wird ja entsprechend bestraft. Und der zweite Punkt ist die sogenannte Kalibriertheit. Das könnte man sich jetzt im einfachsten Fall so vorstellen, ich mache eine deterministische Vorhersage, aber ich habe nicht y getroffen, sondern irgendwas anderes. Dann habe ich hier auch eine Differenz. Das heißt, sowohl eine Nicht-Kalibriertheit, in dem Sinne, dass eben diese Diskrepanz besteht, dass man eigentlich im Mittelwert falsch liegt, als auch die Variabilität der vorhergesagten Verteilung, also quasi die Unschärfe, wird beides durch diese Score bestraft. Deswegen ist es letztendlich eine ziemlich gute Score, die überhaupt nicht nur an irgendwelchen klassischen Verteilungen wie Normalverteilungen gebunden ist, sondern für sehr, sehr viele Verteilungen ausgewertet werden kann. Und daher auch in sehr viele Probleme Einzug finden kann, um Modelle wirklich zu validieren. Ja, und das Letzte ist vielleicht noch, was eigentlich auch relativ klar ist, der Bezug zum Risikomanagement, ja. Jetzt in dem Fall, wie wir es ausgeführt haben, Steuerung des Risikos in Alterssegmenten und natürlich die regionale Steuerung. Darf ich noch ganz kurz reingrätschen, nochmal, wenn du eine Folie nochmal kurz zurückgehst. Also ein ganz wichtiger Punkt noch dabei, auch für die Zuhörer, ist, sowohl im ersten Kontext bei Punktvorhersagen als auch probabilistischen Vorhersagen ist aber das, was die Gütebemessung jeweils bekommt, tatsächlich im Prinzip nur das Y-Hut oder hier unten die vorhergesagte Verteilung. Woher die wiederum kommt, ist vollkommen egal. Und so kann man eben auch Verfahren aus ganz unterschiedlichen Herkünften damit bemessen. Und das ist eben das, was Tino gerade mit fair gemeint hat. Natürlich ist man nur dann im ersten Fall gut, jetzt im Beispiel, wenn man den bedingten Erwartungswert berechnet, aber wie man ihn jetzt berechnet, das ist dem Verfahren egal. Ja, das war schon. Ja, ich bin im Grunde erstmal durch. Genau, dann übernehme ich auch wieder. Auch wieder kurzer Moment des Umschaltens. So. Thank you.
Wir kommen jetzt zum zweiten Beispiel, was wir Ihnen mitgebracht haben. Wir haben ja, decken auch mit unserem Studiengang ja auch immer die zwei Segmente ab, bisschen Versicherung, Banken und natürlich dann in der Mitte irgendwo Berater, vielleicht auch ein bisschen demnächst drüber hinaus, aber alles verbunden eben über sozusagen den quantitativen Aspekt finanzieller Zahlungsströme. Das zweite Beispiel, was wir Ihnen mitgebracht haben, ist die Kundensegmentierung im Bankenbereich. Da ist der Ausgangspunkt zunächst mal ein typischerweise sehr heterogenes Kundenportfolio. Das können Firmenkunden sein, das können aber auch Privatkunden sein. Das will ich jetzt hier in dem Beispiel gar nicht so ausdetaillieren. Das Ziel ist jedenfalls, nach einem solchen Segmentierungsschritt homogenere Teilportfolios von Kunden zu haben. Und warum ist das interessant? Naja, die kann ich dann mit einer einheitlichen Produktpalette bedienen. Und ja, idealerweise wäre es natürlich auch so, dass ich die dann auch in gewissem Sinn hinsichtlich Risikovorsorge einheitlich behandeln kann. So, und wie leistet man so eine Kundensegmentierung? Natürlich klassischerweise macht man das vielleicht auch ganz deterministisch. Das kennen Sie vielleicht auch in Ihrer Bank, wo Sie gerade sind. Sowohl als Kunde, vielleicht auch als professionell auf der anderen Seite des Tisches. Es gibt Gruppierungen, da gruppiert man die Kunden nach Vermögen, Industriekunden vielleicht nach Branche, nach Auftragsvolumen, aber am Ende des Tages vielleicht auch nach Risikolastigkeit. Aber das will man eben nicht deterministisch tun, sondern eben ja, basierend auf Daten. Und dann kommt man im Prinzip zu zwei verschiedenen Techniken. Die eine Technik weiß eigentlich gar nicht, wohin man will, sondern hat einfach die zur Klassifikation oder zur Gruppierung zur Verfügung stehenden Daten ja, als Input. Da geht es eben dann drum, im sogenannten Clustering aus einer größeren empirischen Datenmenge Gruppen zu bilden, die genau hinsichtlich ja, verschiedener Kriterien homogen sind. Und da gibt es grundsätzlich hierarchische Cluster, das heißt, man zerlegt eine Grundgesamtheit, gedacht zunächst mal in zwei Teile, dann im nächsten Schritt wird einer der beiden Teile weiter zerlegt in zwei Teile, dann haben wir drei und so weiter. Und so kriegen wir eine Aufteilungshierarchie hin, gar nicht unähnlich zu dem, was Sie vielleicht auch in, ja, in der Biologie kennen, wenn Sie da Arten einsortieren wollen in der Systematik. Das nennt sich dann Dendrogramm. Und also das ist eine ganz große Gruppe in diesem Zusammenhang. Und andere Verfahren, das ist jetzt nicht scharf trennend, gehen eher auf konkrete Distanzen hin. Wenn ich Distanzen habe, kann ich sowas wie Mittelwerte oder zentrale Werte bilden und dann versuche ich sozusagen das Spiel zu spielen, wie Sie es vielleicht auch bei der ja, Raumplanung kennen, zentrale Orte, also die Aufgabenstellung kennen Sie ja vielleicht in der Politik. Es geht darum, eine gewisse Versorgungssicherheit herzustellen und Krankenhäuser so zu platzieren, dass möglichst alle gut versorgt sind. Und dann ordnet man zunächst mal irgendwo die Krankenhäuser an und schaut sich dann an, dass jeder, der in ein Krankenhaus gehen muss, schaut, wie er in dieses Krankenhaus kommen kann. Diese Distanzen werden geeignet aggregiert. Und dann ist die Frage, ob der Standort des aktuellen ja, Krankenhauses dort auch der beste ist oder ob er für die aktuelle Gruppe nicht verschoben werden muss. Und das iteriert man. Das sind
sowas wie K-Means, das ist ein anderes Verfahren. Ausgabe ist jedenfalls eine Aufteilung der ursprünglichen Gesamtheit, in dem Fall aller Kunden, in Gruppen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dort Güte bemessen? Ja, durch ein geeignetes Maß der Homogenität, zum Beispiel durch die Silhouettenweite, da setzt man ins Verhältnis sozusagen die durchschnittliche Variabilität in einer Gruppe und die Variabilität zwischen den Gruppen. Außerdem sollten diese Gruppen aber auch stabil sein, sodass, wenn neue Daten hinzukommen, die Gruppenzusammensetzung nicht furchtbar werkelt. So, das ist das eine Verfahren. Das nennt sich auch unüberwacht. Da haben wir also keine Anhaltspunkte, was jetzt davor eine gute Gruppierung sein könnte, sondern einfach nur aufgrund der Daten wollen wir eine Gruppierung vornehmen. Typischerweise im Bankenbereich ist man jetzt nicht hundertprozentig, aber eher in der Richtung des zweiten Punkts. Das ist dann ein sogenanntes überwachtes Lernen. Da haben wir schon eine Idee davon, was eine gute Gruppierung sein könnte. Da gibt es Kriterien wie zum Beispiel ein Ranking oder ein Rating. Und anhand dessen will ich dann, ja, Gruppen bilden, die hinsichtlich dieses Kriteriums eine einheitliche Darstellung in diesem Kriterium haben. Da gibt es verschiedene Verfahren, das kennen Sie vielleicht auch, Klassifikationsverfahren, da gibt es Diskriminanzverfahren, multinomiale Verfahren der logistischen Regression, die haben konkret den Vorteil, genau wie wir das gerade bei Tino im Beispiel des GLM-Poisson-Modells gesehen haben, dass wir den individuellen Impact einzelner Beobachtungen sehr oder Prädiktoren sehr genau spezifizieren können und auch verstehen können. Auch dort kommen dann alle Techniken rein, die wir gerade auch gesehen haben, also GAMS und gemischte Modelle, wenn Sie das haben wollen und so weiter. Man kann aber auch Baumverfahren verwenden, sowohl einzelne Klassifikationsbäume als auch ganze Farmen, also Random Forests, also Wälder von Bäumen, die geeignet aggregiert werden, oder eben neuronale Netze. Und auch hier bekommen wir dann als Gütekriterium die Frage, wann ist so ein Klassifikationsverfahren gut? Und hier haben wir als Vorhersage dann eben an der Stelle letztlich eine Zuordnungswahrscheinlichkeit. Ich gehöre mit Wahrscheinlichkeit 50% zu der einen Gruppe, mit Wahrscheinlichkeit 20% zu der anderen Gruppe und Wahrscheinlichkeit 30% vielleicht zur dritten Gruppe. Das ist eine probabilistische Vorhersage, also die Vorhersage einer Verteilung, und damit greift genau das, was wir gerade bei Tino gesehen haben, das sind Scoring-Regeln und mit denen man dort eine Bewertung vornehmen kann. Nur mal als ein Beispiel, wo das Ganze dann auch technisch hinführt, habe ich Ihnen mal einen entsprechendes Klassifikationsneuronales Netz hinsichtlich seiner Deklaration mitgebracht. Einige, die gerade bei mir im Kurs waren, kennen das sogar auch. Wie funktioniert das generell von der Struktur her? Es gibt eine sehr mächtige Infrastruktur in Python implementiert, aber auch sehr geschickt implementiert in der darunterliegenden Infrastruktur, Rechnerinfrastruktur, sodass das sehr gut skaliert. Das ist die Kombination einerseits aus TensorFlow, da ist die ganze Algorithmik drin für diese neuronalen Netze, und Keras zum Ansteuern dieser neuronalen Netze. Und da wir verfolgen in dem Kurs hauptsächlich den Ansatz, das alles in einer Programmiersprache zu illustrieren, also hier in R, ist es dann so, dass R sich dann nicht die Mühe macht, das alles nochmal neu zu implementieren. Das wäre auch
ambitioniert und auch nicht sinnvoll, sondern da gibt es eben eine Brücke von R zu Python. Und das wird dann zum Beispiel eingesteuert durch die Bibliothek oder das Paket Keras. Und was dort passiert ist, und das habe ich Ihnen gerade mitgegeben, man deklariert in R durch R-Syntax ein entsprechendes Modell. Und hier eben ein gestapeltes neuronales Netz mit mehreren Ebenen. Und jetzt hier sehen Sie eine Syntax, die Sie sonst normalerweise in R nicht so kennen. Das hat sich aus dieser Zusammenkunft sozusagen mit der Python-Community so ein bisschen vorangetrieben. Das ist die sogenannte Pipe-Notation. Das kann man sich also als eine Prozessnotation vorstellen. Man kann das auch anders aufrufen mit entsprechenden Funktionsargumenten, wie Sie das vielleicht auch an anderer Stelle in R schon gesehen haben. Aber so ist es eben zu verstehen. Man startet mit dem neuronalen Netz. Das wird konkretisiert, indem man jetzt hier eine Ebene, ein Layer einlegt mit 256 Knoten, die jeweils als Aktivierungsfunktion eine ReLU, also eine spezielle nichtlineare Funktion haben. Und hier wird das Input Layer gesagt, also man füttert das hier mit jeweils einem Vektor der Länge 784. Das ist hier aus einem Kontext heraus, wo Ziffern, die in irgendeinem Bitmap eben angelegt wurden, die eben 784 Positionen umfasst. Dort werden die hereingeführt. Das wird dann an ein nächste Layer geführt. Das ist die diese Zeile. Aber zwischendrin, um ein Overfitting zu vermeiden, werden zufällig eben einzelne Knotenverbindungen herausgenommen. Das ist das Dropout. In der nächsten Ebene haben wir 128 Knoten, ebenfalls wieder mit einem ReLU verbunden. Und schließlich, weil es ein Klassifikationsproblem ist, sollen anschließend 10 verschiedene Zustände unterschieden werden. Das sind die 10 Ziffern und das soll mit einer Softmax-Aktivierungsfunktion geschehen. Das ist der Klassifikation geschuldet. Aber Sie sehen, hier an der Stelle passiert die Deklaration des ganzen Netzes in R und dann gibt es einen weiteren Befehl, der schiebt dieses deklarierte Modell an Python. Warum macht man das nicht gleich in Python? Nun, der Vorteil ist, hier können wir mit der Datenstruktur weiter in R arbeiten. R weiß jetzt, was das neuronale Netz ist. Wir können Rechenoperationen oder auch Programmoperationen auf dieser Datenstruktur Modell neuronales Netz durchführen und anschließend kommt der Rückgabewert des eigentlichen Modellfits auch wieder automatisch an R zurück, sodass wir das mit den klassischen R-Datenstrukturen weiterverarbeiten können. Ja, ein anderes Beispiel zur Klassifikation liegt hier vor. Da wollte ich nur mal zeigen, wie sowas visuell aussieht, und zwar bei relativ einfachen Verfahren. Das ist ein ganz klassischer Datensatz. Da geht es um gewisse Blumen, Iris-Daten. Da wurden Kelchblatt und Blütenblatt Längen und Weiten gemessen und es soll anhand dieser 4 Messungen und sollen drei Arten unterschieden werden. Und hier haben wir eine Lernstichprobe und die Frage ist, die unterschiedlichen Verfahren in dem Fall, das sind Diskriminanzverfahren, unterhalb der Winkelhalbierenden sind das lineare Verfahren, oberhalb der Winkelhalbierenden sind das quadratische Verfahren. Und hier kann man tatsächlich verstehen, wie die Verfahren funktionieren. Wenn Sie sich die Bilder unterhalb der Winkelhalbierenden angucken, dann sehen Sie,
dass die Regionen, in denen gruppiert wird, die gelbe, das ist die eine Sorte, die blaue die zweite und die rote Region die dritte Sorte. Und je nachdem, wie die Sepallänge und die Petallänge liegt, werde ich dort in diese Bereiche hineinfallen. Und diese Bereiche, das sehen Sie hier unten, werden alle getrennt durch Geraden. Und das ist eben typisch, das ist eine lineare Diskriminanzanalyse, so muss das sein. Bei der quadratischen Diskriminanzanalyse sind die Gebiete etwas anders. Da sind sie genauer, wenn Sie das auch ausrechnen wollten, würden Sie feststellen, das sind sogenannte Kegelschnitte, also im Prinzip sowas Verallgemeinerungen von Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln. Und die Frage ist jetzt, was ist denn besser? Ist das QDA-Verfahren besser als das LDA-Verfahren? Nun, in Sample, also in der Stichprobe, wenn die Daten normal verteilt wären, wäre das komplexere Modell, also das QDA-Verfahren, besser. Aber es zeigt sich gerade eben, wenn wir den Generalisierungsaspekt angucken wollen, dass dann oft ein einfacheres, verständlicheres Verfahren wie das LDA-Verfahren nicht nur für uns Menschen besser ist, sondern eben auch besser funktioniert in Daten, die nicht hundertprozentig den Voraussetzungen genügen. Und insofern ist so ein LDA-Verfahren unter Umständen gar nicht schlecht. Jetzt hatten wir vorhin gerade neuronale Netze und Baumverfahren gesehen. Nun, ein einzelnes Baumverfahren, da könnten wir auch sehr genau die Regionen verstehen, wo das Verfahren sich für welche Klassifikation entscheidet. Nur diese Verfahren für ein einzelnes Baumverfahren sind auch typischerweise nicht so gut. Man würde hier das aggregierte Votum vieler Bäume hernehmen und dann sehen die Regionen furchtbar kompliziert und auch sehr schwer verständlich aus. Gleiches gilt für die neuronalen Netze. Da könnten wir uns so ein Bild hier gar nicht angucken. Und insofern brauchen wir tatsächlich gerade im Banken- und Versicherungsbereich eigentlich Verfahren, die dem Kunden am Ende des Tages auch erklärbar sind. Und insofern sind die neuronalen Netze, die wir gerade gesehen haben, obwohl sie sehr, sehr mächtig sind, vielleicht nicht immer die Methode der Wahl. Und wir werden noch andere Kriterien gleich sehen, wo das aus ähnlichen Gründen dann auch der Fall ist, dass man sich eher für einfachere, erklärbare Modelle entscheidet. Und hiermit wäre ich hier schon fast am Ende. Jetzt wollte ich noch sagen, wie man das wieder zum Risikomanagement tragen kann. Wir haben also jetzt irgendwo eine Kundensegmentierung vor Augen. Wie kriegt man das mit dem Risikomanagement zusammen? Nun, jetzt stellen Sie sich vor, wir nehmen als Kriterium zur Klassifikation verschiedene Ratingverfahren oder Risikoscores, die jede individuell etwas Unterschiedliches bisschen im Fokus haben. Die kommen also auch zu unterschiedlichen Ratings für die einzelnen Kunden. Das heißt, für jeden Kunden habe ich vielleicht 5 oder 6 verschiedene Ratings. Das heißt, 5 oder 6 verschiedene Zahlen. Machen wir mal 5. Dann ist für jeden Kunden habe ich also einen 5-dimensionalen Punkt vor Augen. Und jetzt können wir tatsächlich Clusterverfahren hernehmen, die in der Lage sind, auch in diesem 5-dimensionalen Raum zu gruppieren. Clustern oder Diskriminanzanalyse. Der Vorteil dieser Clusterung dann ist, weil wir ja als Kriterium hierzu eine Rating-Skala herangezogen haben, dass hoffentlich im Anschluss die Gruppen, die so entstehen, hinsichtlich Risiko relativ homogen sind. Wofür ist das interessant? Nun, eine ganz wichtige Technik im oder Fragestellung im Risikomanagement in Banken ist dann die sogenannte Risikoallokation. Ich habe also ein gewisses Risikokapital in Form von Eigenkapital zur Verfügung als Gesamtbank und die Frage ist, welches Kundensegment, welcher Unterbereich meiner Bank bekommt von diesem Gesamtrisikokapital wie viel ab? Und das kann ich tatsächlich dann an solche homogenen Gruppen ansteuern. Also das ist die eigentliche Zielsetzung. So, das war's
zunächst mal zu diesem risikobasierten, zur risikobasierten Kundensegmentierung. Und damit gebe ich wieder Tino das Wort. Er hat auch noch ein weiteres Thema. So. Sollte eigentlich da sichtbar sein, ja. Ja, das dritte Thema ist nun, also heißt nun Priorisierung, Compliance und in der Revision. Dann zuerst mal ein Bild. Also was bedeutet das genau? Also man kann von Finanzämtern ja halten, was man will, aber man muss ehrlicherweise sagen, jede der Steuererklärungen, die jedes Jahr eintrudeln, die lassen sich sicher nicht rigoros bis ins kleinste Detail verfolgen. Sondern man muss irgendwie letzten Endes eine Auswahl treffen, welche Steuererklärung denn nun geprüft wird oder also rigoros geprüft wird und welche nicht. Was man sich vorstellen könnte, wäre, das Billigste wäre, man sucht sich einfach irgendwelche aus, nach irgendeinem Zufallsprinzip. Das wird aber ganz offensichtlich nicht das Beste sein, was möglich ist. Sondern eigentlich würde man ja nach Möglichkeit den Prüfungsaufwand eher in diejenigen Steuererklärungen stecken, in denen auch was zu finden ist. Ja, das steht hier quasi auch im Untertitel von dem Bild, was heißt im Untertitel, also quasi hier drunter. Wenn die Systeme allein schon, wenn man kritische Nachfragen rechnen muss, das heißt eben, wenn irgendein Modell sagt, da ist ein Fehler passiert in der Steuererklärung, vielleicht irgendein Betrug, ob absichtlich oder nicht, dann lohnt es sich vielleicht am ehesten, da mal reinzugucken. Und jetzt einmal, welche Situation haben wir denn jetzt eigentlich? Also man kann sich das so vorstellen, man hat irgendeine Prädiktormatrix. Da sind jetzt zum Beispiel alle angegebenen Vermögens- und Ausgabewerte von einer Instanz drin, also das ist dann das P, und N ist einfach die Anzahl der Instanzen, meinetwegen die Anzahl der Steuererklärung irgendeines konkreten Finanzamts zur Verfügung stehen. Und Y ist irgendein Response-Vektor, dem, die Information darüber trägt, ob da nun Betrug vorherrscht oder nicht. Ja, woher kommt der? Das sind jetzt Vergangenheitsdaten. Also trainieren können wir das Modell natürlich nur auf Vergangenheitsdaten und dann sozusagen auf zukünftigen Daten validieren. Oder zumindest auf zukünftigen Daten einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, was man sich jetzt vorstellen kann, ist, die Steuererklärung und den Trainingsdatensatz wurden ja schon mal in der Vergangenheit überprüft. Das heißt, man hat eine Aussage darüber, ob wirklich Betrug vorherrscht oder nicht. Dann wäre Y eine binäre Variable und dann ist das erste, was im Einfall natürlich eine Klassifikation zu machen. Jetzt könnte man allerdings auch hingehen und sagen, wenn schon eine rigorose Prüfung gemacht wurde, dann gab es ja vielleicht auch eine Nachzahlung, entweder seitens des Finanzamts oder seitens der Person, die Steuererklärung erstellt hat oder des Unternehmens. Das heißt, wenn die Schadenhöhe jetzt in dem Sinne positiv ist, dann würde das bedeutet haben, dass die Steuererklärung fehlerhaft war. Also jetzt im Sinne von Betrug, also zu Ungunsten des Staates. Und ansonsten ist die Schadenhöhe halt nicht positiv. Also entweder null, wenn alles in Ordnung war, oder sogar negativ, wenn das Finanzamt sogar eine Nachzahlung machen muss. In dem Sinne könnte man sich vorstellen, dass es sich jetzt zumindest aus Sicht des Staates vielleicht sogar eher lohnen würde, diejenigen Erklärungen am ehesten zu verfolgen, bei denen die erwartete Schadenhöhe am höchsten ist. Das steht ja letztendlich auch wieder im Einklang mit Versicherung. Also je nach Branche kann es ja durchaus sein, dass die Großschäden, auch wenn sie gar nicht so oft auftreten, diejenigen sind, die eigentlich den Tarif in die Höhe treiben und nicht die Bagatellschäden. Das könnte hier ähnlich so sein, dass man eher hingeht und sagt, naja, wenn irgendeine Steuererklärung mit hoher Wahrscheinlichkeit Betrug ist, aber es nur ein paar Euro geht, lohnt es sich vielleicht nicht, den Aufwand zu betreiben, da hinterher zu gehen, sondern guckt man sich vielleicht eher eine andere an, die meinetwegen nur mit 60% Wahrscheinlichkeit Betrug ist, aber wo es sich auch wirklich lohnen würde. Und dann fällt gerade auf, welche konkreten Y-Ausprägungen jetzt vorliegen oder welche Problemstellung sich dann ergibt, ist es in jedem Fall das Ziel, die betrugsträchtigsten Instanzen zu finden. Welcher Metrik auch immer da jetzt zugrunde liegt. Naja, und wenn man sich das genau überlegt, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass man die konkreten Schadenhöhen als Beispiel richtig vorhersagt, sondern es würde eigentlich genügen, dass man nur die Anordnung richtig vorhersagt. Also auch nur die Schadenhöhen in Wahrheit 100, 200 und 400 sind. Und man sagt als Schadenhöhen 1, 2 und 8 voraus, aber meinetwegen auch minus 2, minus 1 und 12. Das ist von der Anordnung her erstmal egal. Und wenn man allein darauf basierend oder basierend auf den Wahrscheinlichkeiten für Betrug die Anordnung vornimmt, indem man die einzelnen Instanzen inspiziert,
dann ist das gar nicht wichtig, sondern hat man eine andere Metrik zugrunde liegen, um die Modelle zu validieren. Ja, was kann man hier tun? Also je nachdem, wie das jetzt aussieht, entweder wirklich ein klassisches binäres Klassifikationsproblem, wo jetzt laut dieses Review-Papers, das ich zitiert habe, auch die logistische Regression zurzeit besonders populär sein soll. Und wenn Y wirklich metrisch ist, also Schadenhöhen ausgewiesen werden, dann ist es natürlich ein klassisches Regressionsproblem. Jetzt muss man allerdings bedenken, vielleicht blende ich erstmal das Beispiel auf sogar, also D wieder irgendein Datensatz, oder was heißt irgendeiner, das ist der klassische Kreditdatensatz, die Sie sicher alle in den Modulen des C3L schon kennengelernt haben. Ja, Kredit ist eine binäre Ausprägung, es ist 0 oder 1. Und na, das heißt eben, also Tilde Punkt heißt, es sollen alle Variablen in dem Datensatz wirklich als erklärende Variablen das Modell eingehen, um Kredit, also die Variable Kredit zu erklären. Und Family Debt Binomial heißt, es ist eine klassische logistische Regression, die ja eigentlich gemacht wird. Naja, und was sieht man? Also man sieht erstmal eine ganze Menge an Koeffizienten. Der Datensatz an sich ist eigentlich gar nicht so hochdimensional, aber was die Dimensionalität eben doch massiv erhöht, ist die hohe Anzahl an Einzelkategorien für die kategoriellen Merkmale. Also Laufkon kommt hier mit 4 Kategorien rein, Moral kommt hier mit 4, so mit 5 Kategorien rein und so weiter. Das macht schnell den Datensatz doch recht hochdimensional und insbesondere für das, dass man doch sehr viele Koeffizienten hat. Jetzt ist es zwar so, dass nichtlineare Modelle, also gerade neuronale Netze, ziemlich schwer zu interpretieren sind oder auch, wie gerade angesprochen, sowas wie Random Forests. Allerdings ist es selbst bei ganz einfachen linearen Modellen schon nicht so einfach, die jemandem zu erklären. Also meinetwegen dem Kunden, warum er jetzt als nicht kreditwürdig eingestuft wurde oder auch der Aufsicht, warum jetzt dieser und jener Tarif in Erwägung gezogen wurde, wenn man sehr, sehr viele Variablen hat. Selbst wenn die Relation zwischen Variable und Output nur linear ist. Und wenn man zum ersten Mal eine Steuererklärung macht, dann wird man schon bekloppt, wie viele Felder man da ausfüllen muss. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man das wirklich in einen Datensatz überführen würde, dann ist man auch sofort im hochdimensionalen Bereich. Das heißt, es reicht nicht nur hier wirklich logistische Regression oder Ähnliches durchzuführen, sondern man muss in irgendeiner Form auch Variablen-Selektion betreiben. Klassische Techniken basieren da auf Boosting oder Lasso, die sowohl für Regression als auch Klassifikation anwendbar sind. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, also insbesondere bei sehr hochdimensionalen Daten oder auch zum Beispiel bei Daten, wo das Signal-Rausch-Verhältnis relativ gering ist, da bietet es sich vielleicht sogar an, noch ein bisschen, das Ganze noch ein bisschen zu verschärfen, indem man noch geschicktere Methoden anwendet, zum Beispiel eine sogenannte Stabilitätsselektion, wo man aus Einzelmodellen, die man fittet, wirklich ein stabiles Modell raus extrahieren will. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das zeige ich dann in meinem Kurs, aber man sieht schon hier, das ist vielleicht schon grenzwertig, ob man das noch jemandem erklären kann. Es mag möglich sein, aber viel mehr Variablen sollte man vielleicht nicht drin haben. Ja, und als Letztes, also klar, im Steuerbetrug, da gibt es, also das nennt man das Risk-Based Auditing, also eben risikobasiert, das gibt es auch schon relativ lange, diese Idee, die jetzt mit maschinellem Lernen zu füttern, also insbesondere mit modernen Technik vielleicht doch noch nicht so lange. Und es ist sofort klar, im operationellen Risiko eines Unternehmens, wo es auch um Betrugserkennung geht, da kann man sowas durchaus anwenden, zum Beispiel auch um die Überwachungsintensität zu steuern oder Ähnliches. Damit bin ich auch durch. Ja, dann wunderbar. Ich wieder den Fokus. Und nun zu unserem letzten Punkt. Das ist, jetzt haben wir tolle Modelle gesehen. Die Frage ist dann immer noch, wie steht es denn dann mit Vertraulichkeit, Fairness und Erklärbarkeit, auch Datenschutz, das muss schon noch auch ganz wichtig berücksichtigt werden. Sie haben vielleicht so in der Presse gesehen, es ist gerade eine KI-Richtlinie am Werden, am Entstehen, die in der EU passiert und tatsächlich ist, wenn Sie dort auf die Homepage des Europäischen Parlaments gehen, das Bild, was die sich sozusagen als Logo für ihre KI-Richtlinie ausgedacht haben. Also worum geht's? Nun, manche Merkmale mit Vorhersagepotenzial könnten
Gruppen diskriminieren. Denken wir mal dran an die Kreditvergabe. Da könnte es aus welchen Gründen auch immer zu Racial Profiling kommen, dass halt dort bestimmte Kreditnehmer, wo man Merkmale zum Migrationshintergrund grundsätzlich zur Verfügung hat, dort ein Verfahren, aus welchen Gründen auch immer, weil das vielleicht nicht über alle Migrationsgruppen gleichmäßig die Rückzahlhäufigkeit verteilt ist, dann ein automatisiertes Verfahren könnte dann auf die Idee kommen, das als ein Kriterium für das Kundenrating heranzuziehen. Ein anderer Bereich sind die sogenannten Unisex-Tarife bei der Lebensversicherung. Sie wissen, Frauen und Männer haben eine unterschiedliche Lebenserwartung und da hat auch die EU schon vor einiger Zeit entschieden, dass man das Geschlecht nicht zur Tarifierung heranziehen darf. Das Ganze ist ein sehr dynamisch sich entwickelndes Gebiet, das nennt sich algorithmische Fairness. Und man versucht dort verschiedene Konzepte von Fairness, das kann man unterschiedlich bemessen, in automatisierte Entscheidungen einfließen zu lassen. Nicht nur einfließen zu lassen, sondern auch quantitativ zu erfassen, wie fair ist ein Verfahren. Und schließlich eben auch durch geeignete Maßnahmen eben solche unfairen Konsequenzen solcher Verfahren entsprechend zu vermeiden, beziehungsweise eine entsprechende Fairness herzustellen. Und da stößt man sofort auf Ideen, nicht? Oder auch auf Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geschlecht als ein potenziell diskriminierendes Merkmal identifiziert habe, dann sollte ich das einfach nicht in der Vorhersage verwenden. Aber nun könnten ja andere Merkmale sehr hoch mit diesem Merkmal korreliert sein, zum Beispiel die Berufswahl oder die Tatsache auch, ob ich Vollzeit beschäftigt bin oder nicht. Und die Frage ist dann, müssen nicht auch andere Prädiktoren, zumindest um diesen indirekten Einfluss, in dem Fall von Geschlecht, bereinigt werden? Mathematisch stößt man dort auf die Schwierigkeit, dass Fairness immer im Auge des Betrachters liegt, also quasi was der Eichmaßstab ist, über was man dort eine Gleichmäßigkeit herziehen will. Und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Konzepte. Und das mathematisch Unbefriedigende ist, man kann nie erreichen, dass alle Fairness-Konzepte gleichmäßig sagen, das ist jetzt fair. Und das liegt daran, am sogenannten Inframarginalitätsproblem, das immer dann eintritt, wenn der Einfluss der diskriminierenden Prädiktoren nicht gleichmäßig wirkt, sondern eben in unterschiedlichen Werteskalen des Klassifikators unterschiedlich sich auswirkt. Dazu gibt es Literatur, da gucken wir am Ende noch mal kurz drüber, beziehungsweise zeichnen das auf. Und das Beispiel habe ich hier gerade schon im Wesentlichen erläutert mit dem Geschlecht. Nun, ein verantworteter ethischer Umgang mit solchen Daten, personenbezogenen Daten, ist natürlich zentral für eine aktuelle oder auch eine Finanzstatistik. In dem aktuellen Bereich, der halt auch berufsständisch noch stärker organisiert ist, hat der GDV, also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, zum Umgang mit Daten dazu sich selber einen Kodex angelegt, was man da darf und was man nicht tun sollte. Und etwas mehr finden Sie dann auch in der Taskforce der Actuarial Data Science Gruppe der DAV, das finden Sie die zweite Referenz. Die relevanten Normen, die man dort gesetzlich beachten muss, vor allen Dingen ist es die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, und das Antidiskriminierungsgesetz, also AGG. Wie gesagt, alles wird noch übergriffen oder ummantelt für die im Entstehen begriffene KI-Richtlinie. Das Bild haben Sie vielleicht auch gesehen, ist ganz aktuell, die ist auch noch nicht ganz den Gremienweg durchgegangen, aber man wird regulatorische Anforderungen unterschiedlicher Art für unterschiedliche Einsätze von KI eben spezifizieren. Da wird es Dinge geben, die wird man einfach nicht dürfen, also Social Scoring oder Spielzeuge für Kinder
mit Sprachassistent, die die Kinder zu risikobehafteten Verhalten anleiten. Es gibt Bereiche, da wird man das tun müssen, aber das ist sehr kritisch, das muss man beobachten, und dazu gehören zentrale Dienstleistungen wie die Kreditvergabe. Das macht deutlich, dass man da tatsächlich die Hürden an bestimmte Verfahren sehr hoch legen wird. Sicherheitskomponenten in anderen Bereichen, darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber Kreditvergabe ist explizit genannt. Und dann gibt es andere Chatbots oder auch Spamfilter, wo man geringeres Risiko sieht. Was tut in dem Bereich Data Science? Nun, die Methoden, die man dort heranzieht, dienen den folgenden Fragestellungen. Da geht es einmal um die Pseudonymisierung und Anonymisierung zum Datenschutz. Da will man wissen, auch quantifizieren, wie hoch ist der Identifizierungsgrad, den ich jetzt in den Daten habe. Das muss nicht unbedingt sein, dass ich 1:1 jetzt weiß, dahinter steckt der Tino Werner oder der Peter Ruckdöschel, aber wenn die Treffer- oder Identifikationswahrscheinlichkeit von mir sehr hoch ist, ist das auch kritisch. Es geht um Up- und Downsampling. Da heißt also, wenn man in den Kreditnehmern typischerweise nur sehr wenig Kreditausfälle hat, dann muss man dafür sorgen, dass diese Minderheit hochgesampelt wird. Das gilt aber nicht nur für Kreditausfälle, sondern eben auch für Minderheiten in der Gesellschaft, die gegebenenfalls diskriminiert werden könnten. Die müssen dann einfach vom Volumen her aufmultipliziert werden, damit der Einfluss dort geringer wird. Fairness hatte ich vorhin gesagt, da gibt es Begriffe, da gibt es Anti-Classification, Classification, Parity und Calibration. Dazu werden Sie mehr in Tino Werners Kurs hören. Und schließlich Explainable AI. Wir hatten gesehen, dass die neuronalen Netze unter Umständen tatsächlich gar nicht so einfach dem Kunden erklärbar sind. Da gibt es seit einiger Zeit, noch nicht ganz alt, diese Referenz ist auch ziemlich neu noch, Konzepte, wie man versucht, in so einem Blackbox-Verfahren wie ein Random Forest oder ein neuronales Netz ex post Erklärbarkeit hineinzufüttern. Da gibt es Konzepte wie Feature Importance, wie wichtig ist ein einzelnes herausgegriffenes Merkmal für die Aussage. Es gibt das Konzept des LIMES, der Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Da möchte ich jetzt hier auch gar nicht Tino Werners Kurs im Einzelnen vorweggreifen, aber Sie sehen, man beschäftigt sich damit. Und ich möchte Sie jetzt auch nicht zu sehr vom Mittagessen abhalten. Ich will Sie nur kurz darauf aufmerksam machen, wir setzen das tatsächlich im Risikomanagement-Studium um. Ein Beispiel sind gerade aktuelle Projektarbeitsthemen zu einem entsprechenden Kurs, die habe ich hier mal aufgelegt, die tatsächlich einige Fragen, die wir jetzt so nebenbei auch genannt haben, adressieren. Und insofern hoffe ich, habe ich Ihr Interesse wecken können, zusammen mit Tino Werner. Hier sind nochmal unsere Kontaktdaten, und ich hatte schon angekündigt, dass ich Ihnen die Literaturreferenz nur mal ganz kurz aufblende, weil wir das ja mitschneiden, und insofern an sich können Sie das dann im Standbild noch angucken, aber daran möchte ich das jetzt nicht festmachen. Und ich komme jetzt wieder zurück, und ich sehe, wir haben ein bisschen überzogen, wir waren vielleicht doch mit der Tech-Tonspur etwas lang, aber wenn Sie noch 5 Minuten Zeit haben, würde mich freuen, können wir noch so ein bisschen einfangen, ob wir Sie mit dem Vortrag mitgenommen haben. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Ruckdösch und Herr Werner, für diesen spannenden Einblick. Ich gebe mal die Frage nochmal weiter in die Runde. Gibt es von Ihnen Rückmeldungen? Sie können entweder in den Chat schreiben oder direkt Ihr Mikrofon anschalten, wie Sie es möchten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Hallo, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also vielen Dank für den Vortrag. Das
So grob habe ich mir das schon so in die Richtung vorgestellt und so ein paar Aspekte waren dann doch anders. Ich bin auf jeden Fall positiv angetan. Ich muss aber dazu sagen, die Anmeldung ist tatsächlich ja schon durch für das Modul. Sprich, diese Stunde hier war tatsächlich nur so ein kleines Warm-up für Ende September. Von daher, die Entscheidung ist dahingehend schon gefallen gewesen. Aber ja, so ein paar Punkte haben mich richtig, ja, neugierig gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin sehr gespannt. So ein paar Themen hier bei meiner Arbeit muss ich jetzt auch ein bisschen ja, detaillierter anfassen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sowohl ich persönlich als auch hier Risikomanagement bei dem Versicherungsunternehmen, wo ich bin, profitieren wird davon. Dazu kann ich dann auch noch sagen, dass ich dieses Jahr, vergangenes Jahr auch geschafft hat, dass man hier eher installiert hat, beziehungsweise man hier mitarbeiten darf, weil ich ein bisschen an meine Geduldsgrenzen gekommen bin, was Excel angeht und ich sag mal sehr einfach gehaltene Datenanalyse angeht. Und das hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Von daher, der Schritt ist schon mal getan und dann kann man das auch hoffentlich so gut wie es geht anwenden für diesen kleinen Versicherer an der Küste. Von daher vielen Dank für ja, diesen Einstieg in das Wochenende. Wunderbar. Ja. Frau Welter. Ja, ich wollte nur auch mal sagen, vielen Dank, Frau Grassel, für die Rückmeldung. Ja, das klingt sehr spannend. Aber ich wollte Ihnen das Wort nicht abschneiden, Herr Ruppdesche. Auch eigentlich gar nicht. Ich wollte nur umgedreht auch so ein bisschen wieder den Druck von den anderen rausnehmen. Das muss ich hier auch keiner exponieren. Wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, umso besser. Dann haben Sie ein bisschen eine Idee, was man auch in den nächsten Veranstaltungen grundsätzlich erwarten kann. Ich denke, das ist eine extrem spannende Zeit, weil wir ständig neue Verfahren sehen. Also wenn Sie Interesse haben, ja, es gibt die verschiedenen Formate. Frau Welter hat ja vorhin schon angedeutet, entweder sogar im Studiengang oder auch einzelne Module zu belegen im Rahmen des CAS-DAS-Systems. Ja, melden Sie sich da einfach nochmal bei Frau Welter. Die kann Ihnen dann genauen Daten nochmal sagen, wenn das bei Ihnen jetzt zutrifft. Und ansonsten auch für die, wenn Sie meinen, dass das vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt gar nicht hier sein könnte, interessant sein könnte, tragen Sie es gerne weiter. Auch da wird Frau Welter Ihnen sicher unter die Arme greifen, wenn Sie noch weiteres Material brauchen. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Das mache ich sehr gerne. Ja, wenn Sie Interesse haben oder Fragen, melden Sie sich gerne jederzeit bei mir. Wie gesagt, Sie bekommen im Nachgang auch die Folien nochmal zugeschickt. Da sind ja auch unsere Kontaktdaten drauf vermerkt. Dann gerne jederzeit melden oder ja, sagen, wenn Fragen da sind. Ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen da sind, würde ich an der Stelle mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Werner und Herr Ruppdeschel, für den spannenden Vortrag und bei allen Anwesenden für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben viel mitnehmen können und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder irgendwo im C3L sehen. Vielleicht noch in Ergänzung, also den Foliensatz gibt es und da sind die Referenzen drauf. Auch uns, insbesondere von uns dreien, von Frau Welter, Herrn Werner und mir, auch die Kontaktadressen, wenn Sie jetzt noch irgendwie Fragen haben, die Ihnen jetzt vielleicht noch gar nicht klar sind, sondern einfach nochmal beim Wiederdurchgehen einfach auch eine Mail. Ich denke, das können wir klären. Dann soweit. Schönes Wochenende und vielleicht in der einen oder anderen Form mal wieder am C3L. Genau.